So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und heute ist einiges drin. Nämlich die ganzen alten DC-Geschichten sind jetzt wieder zurück. Wir gehen auch direkt schon rein. Aber noch kein DC-Skin. Erstmal Raven Grabesfeder-Paket ist wieder da für 2300 V-Bucks. Einmal mit Grabesfeder selber, den Klingenkäfig, dann natürlich die Pickaxe dazu. Und der passende Kleid dann. Das Ganze für 2300 V-Bucks. Also, ich habe ja den Raven normal. Ich war schon überlegen, den mir zu kaufen, weil der ist recht schmal, der Skin. Zwar von den Schultern breiter, aber so sieht man schon im Spiel mehr als sonst. Aber ist halt wieder so ein Geschmackssachen-Ding. Also, der Skin auf jeden Fall. Dem einen gefällt er, dem anderen überhaupt nicht. Aber wie gesagt, 2300 V-Bucks kann man nicht meckern. Dann. Kuckuck ist wieder zurück. Auch ein schöner Skin mit dem passenden Rückenaccessoire für 1,5. Dann haben wir des Weiteren natürlich die männliche Variante drin, nämlich Macht die, nee, Nacht die Nacht. Da gefällt mir die Variante so gut. Der ist schon nice. Warte mal, hat sie nicht auch den Stil? Warte mal, gerade gucken, ob der Stil wechselt. Ne, die hat, glaube ich, nur den, ne? Ah, doch, da ist er. Die hat nämlich auch die dunkle Variante. Ja, wenn man den Kram schon hat, dann kann man nicht mehr die Stile auswählen. Auch ganz seltsam. So, dann haben wir die männliche. Dann haben wir Quietsche drin. Da bleibt aber der Stil normal. Dann haben wir Schwefeltyrann mit passendem Rückenaccessoire. Auch ein schöner Skin. Aber man leuchtet halt genauso wie jetzt. Natürlich quer über die ganze Map. Aber so an sich finde ich trotzdem ein schöner Skin. Und dann haben wir brennende Bestie. Ja, das ist wirklich eine Bestie. Dann die glühend heißen Klingen. Coco, falls du mal wieder ein Video von mir siehst, Dankeschön. Das werde ich mich nicht vergessen, dass die Pickaxe von ihm ist. Dann haben wir Dämonika wieder da. Da weiß ich auch, von wem es ist, nämlich vom Zampal. Mal gerade einen 2000 V-Bucks-Skin rausgehauen. Danke auch nochmal an der Stelle. Also ich sage, mein Shop, gefühlt alles besteht nur aus Geschenken von euch. Dann haben wir die heiße Hacke, auch eine schöne Pickaxe, finde ich. Und die glühende Glyphe ist auch eine schöne Tarnung. Also ist auf jeden Fall, im Prinzip kann man sagen, dass hier heute nur Gutes drin ist. Dann haben wir den Champion Skin, ebenfalls immer noch im Shop. Es wird langsam eng, nicht dass er morgen schon nicht mehr drin ist. Also wenn ihr den Skin noch nicht habt, holt ihn euch, denn er soll wahrscheinlich nie wiederkommen. Und denkt dran, wenn ihr euch was holt, natürlich gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Grüße gehen da schon mal an die 32 Leute raus, die ihn eingetragen haben. Dann haben wir noch Kelsey mit drin, mit passendem Rückenaccessoire, immer noch die Klinge und den Ladebildschirm. Hatten wir aber gestern schon drin. Dann haben wir Gage wieder zurück. Auch ein schöner Skin. Für 800 V-Bucks auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Kann man nicht meckern. Dann haben wir Popsternchen wieder zurück. Dann kosmischer Flair. Und die Tarnung ist aber auch nice. Ist sie nicht neu? Doch, die Tarnung ist neu. Ich wollte nämlich gerade sagen, die sagt mir nämlich gar nichts. Doch, diesmal nice, die Tarnung. Okay, na, ja, die ist schön. Und dann macht sich locker. Und natürlich auf die Plätze. Das Emote habe ich nicht mitbekommen. Es war nämlich genau die Zeit, wo ich gar keine Lust mehr hatte auf Fortnite. Was ich aber heute noch bereue. Dann Marshmallow-Paket. Einige hatten reingeschrieben, was kostet das Paket. Ich hatte es gestern aber schon gesagt. Auch 2300 V-Bucks, das ganze Paket. Aber wie gesagt, hatten wir ja gestern schon drin. Dann Harley Quinn Paket komplett zurück. Da kann ich euch allerdings jetzt nicht den Preis sagen. Weil ich glaube, 3100 kostet das ganze Paket, wenn man sich das einzeln kauft. Aber ich schätze mal, hier bewegen wir uns auch bei 2000 V-Bucks ungefähr. Kommt hin, denn oben das Paket soll ja 3,3, ne, 2,3 gekostet haben. Marshmallow hat 2,3 gekostet. Dann müsste das Harley Quinn Paket eigentlich noch günstiger sein. Weil hier war noch ein Kleid dabei, noch ein Emote. Also wie gesagt, den Preis weiß ich jetzt nicht, aber ihr habt ihn ja bei euch stehen. So, dann haben wir das komplette Flash-Paket wieder mit drin.
Einmal mit Flash selber, dem Rückenaccessoire, der sehr schönen Pickaxe. Dann noch das Emote schneller happen. Zack. Zack. Und natürlich den Ladebildschirm. Das Ganze für 2200 V-Bucks. Kann man auch nicht meckern. Aber wenn man es natürlich mit anderen Paketen vergleicht, kein Kleider dabei. Ja, eigentlich dann doch ein bisschen teuer im Verhältnis zu anderen. So, dann haben wir das alte Catwoman-Paket wieder zurück. Nämlich mit Catwoman selber, dem passenden Rückenaccessoire, dann die alten Katzenkrallen plus das Emote Peitschenknall. Hallo, Peitschenknall? Ja, das Problem hatte ich eben schon, wo ich das Emote aufgenommen habe. Da ist der Peitschenknall. Für 300 V-Bucks kann man da eigentlich auch nicht meckern. So, das war das komplette Paket. Dann haben wir ein Batman-Ausrüstungspaket für... Ja, mich kostet es nur noch 1000 V-Bucks. Da ändert sich der Preis auch wieder bei euch, denn ich habe halt schon die Musik dazu und habe mir das Bat-Signal, das wurde mir auch damals geschenkt, aber nicht irritieren lassen. Im Game sieht das Ganze so aus. Ich habe mich auch immer gedacht, ja, was an dem Emote so besonders? Toll, da steht ein Lämpchen und er steht da, beziehungsweise sie. Dann ist aber Meister der Kampfkunst auch noch dabei. Dann der Kleider und wie gesagt, einmal die Musik, einmal das Emote. Preis wird bei euch teurer sein, also nicht wundern, warum bei mir 1000 steht, denn ich habe beide schon. Dann das Beast Boy Paket ist ebenfalls immer noch im Shop. Die Batman Zero Geschichte ist auch noch kompletter, auch mit Catwoman Zero. Basketball ebenfalls noch da und ich habe euch gewarnt, heute ist ein großer Shop. Dann die Basketballgeschichte auch noch da. Ein Trae Young Paket ist ebenfalls noch da. Ein Donovan Mitchell Paket auch noch da. Horizon Zero Paket auch noch da. Und hier ist etwas neu. Nämlich Batman, der maskierte Rächer Paket ist ebenfalls noch da. Wieder da. Also ich denke mal, wir neigen uns halt langsam. Wir kommen an das Ende der Season. Und jetzt kommen halt nochmal die ganzen DC-Geschichte, weil das Finale rückt immer näher von der Season. Und ich bin auch mal gespannt, wie das Ganze endet. So, hier ist die Pickaxe natürlich exklusiv, weil die halt das Batman-Zeichen hat. Plus den Batman-Kleider. Das Ganze halt für 16 Euro. Also wenn ihr den Zero-Batman schon habt, dann würde ich fast sagen, reicht. Aber richtige Batman-Fans werden den eh schon haben, weil den gab es schon mal vor circa einem Jahr, war der schon mal im Shop. Und dann haben wir des Weiteren immer noch das Doppelagenten-Paket drin, Shadow-Spitzhacken-Paket und natürlich letzter Lacher-Paket. So, dann gucken wir noch ganz schnell, ob wir V-Bucks haben in Rette die Welt. Nein, also V-Bucks gibt es heute in Rette die Welt, nur die Tagesaufgabe, das sind 50 V-Bucks. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Sonntag und... Haut rein.